So, hallo zum nächsten Tutorial, den dritten Teil. Ja, ich habe mich ein wenig verspätet. Entschuldigt dies bitte. Ich hatte auch privat so einiges und auch andere Sachen zu tun. Aber jetzt soll es ja weitergehen. Und wir waren ja eigentlich stehen geblieben bei der Textur. So ein paar Sachen habe ich ja schon gezeigt, wie man mit GIMP arbeitet, wie man so Knöpfe einbaut, das hatte ich ja gezeigt, ein bisschen mit Masken arbeiten. Und ja, die Techniken wollen wir jetzt anwenden, um jetzt hier die Textur auch ein bisschen weiterzubringen. Und dazu gehe ich mal gleich in GIMP. Im Moment ist ja hier die Jacke noch weiß, also gehen wir mal jetzt nach GIMP und fangen mal an mit der Textur, die wir da zuletzt, oder die ich da zuletzt hatte. Das war ja diese hier. Ja, so sah die aus. Das ist jetzt nochmal die Basis, die Knöpfe. Das ist jetzt hier noch nicht drin. Weiß auch gar nicht, ob ich hier die Knöpfe mache. Ich habe noch andere Themen zu zeigen, wie das mit den Knöpfen geht. Das war ja in dem vorigen Video schon zu sehen. Und wollte jetzt erstmal anfangen, die Jacke umzufärben. Also einfach aus der roten Jacke. Ich habe jetzt auch. Ich glaube, das ist eine rote Jacke, dann war noch eine, die war auch rötlich, ein bisschen anders. Und dann gab es noch eine bräunliche Jacke, meine ich. Das war's aber. Es gibt leider hier keine neutrale Textur. Also man hätte sich vielleicht gewünscht, eine Textur zu haben, die einfach nur grau ist, in Graustufen. Das lässt sich leichter umfärben. Es gibt aber zum Glück im GIMP auch ein Tool, damit geht das auch super einfach. Auch wenn hier schon eine Farbe drin ist, geht das mit dem Umfärben sehr leicht. Jetzt möchte ich aber nicht die gesamte Textur umfärben, sondern nur das, was jetzt an der Jacke rot ist. Das möchte ich umfärben in eine andere Farbe. Und dazu muss ich erstmal eine Auswahl machen, um nur die Auswahl umzufärben und der Rest soll ja bleiben, wie er ist. Dazu wäre es auch gut zu wissen, was sind denn exakt die Bereiche, die ich jetzt umfärbe? Ja, das Rote natürlich, habe ich ja gesagt, aber was genau muss ich hier auswählen, damit ich auch wirklich genau das erwische, was ich haben will? Dazu hole ich mir nochmal über das Menü Datei als Ebenen öffnen diese UV-Textur rein, diese UV-Ladies Letterman Jacket. Die haben wir ja auch schon mal gesehen. Das ist ja quasi das Schnittmuster, das anzeigt, welche Bereiche der Textur werden denn überhaupt benutzt. Das sind die Bereiche hier mit diesem Gitter drin. Und damit ich jetzt ein bisschen mehr sehe, gehe ich mal hier in dieses Ebenenmenü. Ich vergrößere das mal und wo hier Deckkraft steht, die ziehe ich jetzt einfach mal runter und man sieht links im Bild wird also die Ebene mit diesem UV-Gitter immer weniger sichtbar und ist jetzt ganz verschwunden. Ich brauche sie ja nur so ein bisschen sehen. So reicht mir das. Ne? Damit ich jetzt nur weiß, wo muss ich meine Auswahllinie herziehen, damit ich auch die Teile erwische, die ich haben möchte. Okay. So, jetzt mache ich meine Auswahl. Ich gehe jetzt hier oben rein in dieses Werkzeug hier mit diesem Lasso, freie Auswahl. Ja, und klicke jetzt einfach hier so durch. Das Schwarze nehme ich hier einfach mit. Ganz grob. Das hier unten nehme ich auch noch mit. Es sind ja auch nur die Bereiche interessant, wo diese UV-Linien sichtbar sind. So, auf den Punkt und dann noch einmal Enter drücken. Und jetzt ist die Auswahl erstellt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel umfärbe, dann wird nur dieser ausgewählte Bereich betroffen sein. Zum Umfärben gehe ich jetzt erstmal auf die Ebene, die ich tatsächlich ändern will, nämlich hier unten die. Und vielleicht mache ich mir zur Sicherheit auch noch mal eine Kopie dieser Ebene, indem ich hier oben hingehe auf Ebene duplizieren mit Rechtsklick, hier das Menü aufgerufen und die blende ich einfach mal aus. Dann habe ich für alle Fälle das Original hier noch unten liegen und die Ebene, die ich jetzt hier markiert habe, die möchte ich jetzt
umfärben. Also gehe ich dann her in das Menü Farben und wähle hier unten den Punkt Einfärben aus. Und dann kommt hier so ein Dialog. Ich kann den ja auch mal gerne so groß lassen erstmal. Da kann man hier die Farbe einstellen mit Sättigung, Helligkeit. Man kann aber auch hier diese drei Regler verwenden, um die Farbe zu ändern. Die Sättigung, also wie kräftig oder wie blass ist die Farbe, und die Helligkeit kann man hier auch einstellen. Jetzt gehe ich wieder in die normale Ansicht. Ja, und so kann man jetzt die Farbe verändern. Und das geht halt sehr gut, egal ob der Bereich schon gefärbt ist oder eben noch nicht gefärbt war. Und so stelle ich mir jetzt hier einfach mal eine Farbe ein, so wie ich sie mir vorstelle. Es ist nur die Auswahl betroffen, wie wir sehen. Jetzt sage ich mal okay. Und das ist es. Jetzt habe ich also schon diesen Teil umgefärbt. Ja, und jetzt möchte ich das ja gerne auch vielleicht schon mal sehen im Second Life. So, dazu würde man ja jetzt hergehen und würde diese Textur exportieren. Die jetzige Textur, die ich hier schon geladen habe, möchte ich natürlich nicht überschreiben, also sage ich mal exportieren als. Ich wähle jetzt hier einen anderen Namen. Ich habe ja schon mal experimentiert. Ich nehme jetzt hier die Endung mit neu. Also wird die jetzt Texture Ladies Letterman Jacket Red neu heißen. Exportieren, ja, die gibt es schon. Ersetzen, hier sage ich wieder Standardwerte und exportieren. Zack, 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 das dauert immer ein bisschen so. Dann hat er sie jetzt exportiert. Jetzt kann ich hier in Second Life gehen und die Textur hier importieren. Dazu gehe ich ins Baumenü, sage hier Hochladen, Bild. So, die ist bei mir auf dem Desktop. Das ist diese Ladies Letterman Jacket neu. Da ist die Textur. Ich sehe, ich habe auch noch was vergessen. Macht nichts. Hochladen. Das kostet jetzt 10 Linden. Das kostet ja immer 10 Linden, so eine Textur. Ich bin jetzt aber im Beta-Grid. Da ist es eigentlich ja egal, weil das letzten Endes dann nichts kostet. Ich zeige aber gleich noch einen anderen Weg. Dann gehe ich auf das Mesh, rechtsklicken, bearbeiten. Dann gehe ich hier in den Textur-Tab. Ich wähle hier die Textur. Das hatten wir ja eingangs auch schon mal gesehen. Hier diese Einstellungen, wo man dann hier auf Textur geht und auch hier die Textur auswählt. Und dann kann man hier die Textur dann eingeben. Und entweder hier rüberziehen, das mache ich jetzt mal hier aus dem Inventar. Ich habe sie ja gerade da hochgeladen, ziehe ich sie hier rein und zack, da ist die Textur. Ich mache das mal eben wieder aus. So. Jetzt sieht man, ich habe dieses Gitter noch drin gelassen. Ja. Ansonsten ist es aber schon mal jetzt eine blaue Jacke. Jetzt nehme ich dieses Gitter mal raus. Dieses Gitter, ich mache mal die Auswahl. Erstmal mache ich die Auswahl weg. So, und dieses Gitter, das war ja einfach eine Ebene. Die brauche ich jetzt hier nur wieder ausschalten. Jetzt müsste ich das Bild ja wieder speichern. Gut, das muss ich sowieso jetzt tun, damit ich es wieder in Second Life verwenden kann. Also sage ich wieder Datei, exportieren. Die kann er jetzt überschreiben. Und in Second Life möchte ich aber jetzt nicht wieder Baumenü hochladen, hier wieder ins Inventar und dieser ganze hin und her, weil wir jetzt noch öfters die Textur ändern und immer wieder die Änderung sehen wollen. Das soll ja ein bisschen schneller gehen und nicht immer hochladen und wieder rüberziehen, Drag and Drop und so. Dafür gibt es eine tolle Möglichkeit. Ich nutze den Firestorm Viewer. Ich bin mir nicht sicher, ob das auch im Standard Viewer geht. Im Firestorm kann man jetzt das Objekt auf Bearbeiten gehen, hier ganz normal auf Textur klicken. Man kann hier die Textur aus dem Inventar nehmen, was ich ja vorhin auch gemacht habe. Man kann aber auch hier auswählen lokal. Das heißt, ich kann auch hier eine Textur hinzufügen, da ist noch irgendwas, ich entferne das nochmal. Das sieht normalerweise erstmal so aus, da ist noch gar nichts. Hier in dieser Liste ist auch noch nichts. Ich füge jetzt
eine Textur hinzu, und zwar meine Neutextur. Die ist jetzt in der Liste, die kann ich jetzt hier auswählen, dann erscheint sie hier. Sie ist aber lokal immer noch auf meiner Festplatte, sie ist noch nicht nach Second Life hochgeladen und nur ich kann sie sehen. Mit meinem Viewer kann ich sie sehen, niemand anders kann im Moment die Textur sehen. Damit sie alle sehen können, muss ich sie am Ende schon hochladen, wie ich das eben am Anfang gemacht habe, und die 10 Linden zahlen. Aber das brauche ich ja jetzt erst machen, wenn ich alles fertig habe. Solange ich jetzt noch in der Bearbeitung bin und ständig Sachen ändere, kann man das auf diese Weise machen. Das hat nämlich den tollen Vorteil. So, das ist jetzt so eingestellt. Sobald ich jetzt wieder etwas ändere und das Ganze speichere, ändert sich das hier sofort. Das werden wir auch gleich sehen bei den nächsten Schritten. So, ich habe jetzt also erstmal die Jacke und jetzt sehe ich schon gleich, hier oben dieser Knopf ist eigentlich silber. Jetzt habe ich ihn aber auch blau gefärbt. Das war nicht beabsichtigt. Das wäre jetzt das nächste, was wir ändern. Gehe ich nochmal hier zurück. Das ist hier dieser Knopf. Den habe ich jetzt einfach mit in der Auswahl gehabt. Deswegen ist der jetzt auch blau geworden. Ja. Jetzt habe ich ja aber noch hier unten die rote Textur. Wenn ich die blaue hier nochmal ausschalte, hier rechts. In der roten Textur ist der aber noch original so, wie er sein soll. Ja. Und in meiner blau gefärbten ist er eben jetzt auch blau. Jetzt kann man das Ganze natürlich ausnutzen, dass ich ja unten noch die Originaltextur drunter liegen habe, also in der Ebene darunter, die rote Textur, indem ich jetzt in meiner blauen Textur eine Maske mache, wo quasi ein Loch drin ist, genau an der Stelle, wo hier diese Niete ist. Und dann sehe ich durch das Loch die Niete aus der darunter liegenden Originaltextur. Es gibt sicher noch 100 andere Wege, das zu machen, aber das wäre jetzt einer. Dann haben wir auch noch mal diese Masken gesehen. Ich würde jetzt also in der blauen Ebene, wo ich quasi eine Maske machen will mit einem Loch drin, da erstelle ich jetzt erstmal eine leere Maske, wenn man so will. Dazu gehe ich jetzt hier unten wieder in dieses Menü mit der Maske. Dann erscheint dieses Fenster und ich erstelle jetzt eine weiße Maske mit voller Deckkraft. Hab auch hier nicht invertieren, ist nicht angehakt. Füge das mal hinzu. Jetzt gehe ich mal wieder hier in den großen. Und dann habe ich jetzt hier eine weiße Maske. Geändert hat sich ansonsten erstmal nichts. Ja, eine weiße Maske bedeutet, dass alle Bereiche der Ebene, wo diese Maske drin ist, sind sichtbar. Und jetzt kommen wir zu dem Loch, was ich angesprochen habe. Ich habe jetzt diese Maske hier angeklickt, rechts in der Ebene, und nehme jetzt hier links einen Pinsel mit Schwarz, ja, dass man also hier eine schwarze Vordergrundfarbe hat. Ich habe jetzt hier die Größe des Pinsels hier auf sehr klein eingestellt. Und wichtig eben ist, dass man wirklich in der Ebene rechts die Maske angeklickt hat, so dass ich jetzt mit Schwarz auf der Maske male. Die Maske ist weiß und was ich schwarz mache, bewirkt, dass da quasi ein Loch entsteht und ich kann ja mal bewusst hier drüber malen und ich sehe durch das Loch die Textur darunter. Die habe ich ja auch hier eingeschaltet. Wenn ich die ausschalte, ist es transparent und wenn ich die Ebene mit der roten Textur anmache, dann sehe ich sie jetzt. Das heißt, ich male jetzt quasi in die Maske ein Loch und kann dadurch auf die Ebene darunter gucken. Und wenn ich jetzt rundherum ein bisschen zu viel vielleicht gemalt habe, wo hier das Rote sichtbar ist, dann brauche ich nur hier rechts den Pinsel in einen weißen zu ändern und dann male ich hier mit Weiß die Maske, das Loch quasi wieder weg. Ja. Und dann habe ich nur noch diese graue Niete hier übrig. So, können wir rauszoomen. Ja, und das ist es. Hier ist vielleicht noch so ein bisschen rötlich. Das können wir auch noch ein bisschen wegmachen. So. Und das ist schon die Niete. Und jetzt kommt der Vorteil von diesem mit der lokalen Textur arbeiten, wie ich das eben gezeigt habe. Jetzt gehe ich einfach her und sage Datei, exportieren.
Ja, er speichert hier unten und dann gehen wir schon mal hier rein und dann plöpp ist die Niete jetzt auch grau. Er hat also die Textur geändert. Und das kann man jetzt so auf die Weise beliebig machen und jede Änderung, die ich speichere, wird dann hier automatisch sichtbar werden. Super. Das war das mit dem Umfärben. Kommen wir jetzt mal zu einem anderen Punkt, nämlich jetzt möchte ich auf den Rücken, das hier ist der Rücken, da möchte ich jetzt einen Text einbringen. Wie machen wir einen Text da rein, der auch ein bisschen nett aussieht? Das soll vielleicht auch ein bisschen wie Stoff aussehen, was ich hier reinmache an Text. Das machen wir mal als nächstes. Dazu gehe ich jetzt hier oben auf dieses Textwerkzeug mit dem A und setze es mal hier irgendwo hier hin und tippe mal einen Text ein. So, Tini. Dann, den kann man jetzt hier mit der Maustaste hier so markieren. Das gibt dann hier diese gelben Ränder. Jetzt kann ich hier noch Fettdruck sagen. Ich kann natürlich hier die Textfarbe noch einstellen. Ja, wenn ich den jetzt hier anders gefärbt haben will, ich lasse den aber einfach mal in weiß. Man kann hier noch die Größe verändern, ja, wie man das möchte. Wenn das so okay ist, dann gehe ich jetzt oben auf dieses Verschieben-Werkzeug, also das hier mit diesen Pfeilen, und dadurch kann ich dann diesen Text verschieben. Und es ist immer noch, wie man in der Ebene sieht, also hier in diesem Ebenenstapel, ist der Text immer noch durch dieses A, ist diese Ebene gekennzeichnet. Das ist immer noch ein Text. Ich könnte also hier wieder doppelklicken, hier auf dieses Ebenending und kann hier noch weiter Buchstaben schreiben und dann vielleicht wieder auf dieses Verschieben-Tool gehen und dann kann ich das wieder verschieben oder einfach so anpassen. Es ist also immer noch ein Text, den ich verändern kann. Wenn wir nachher weitere Optionen machen, weitere Operationen machen, dann ist das nämlich verschwunden, diese Texteingabemöglichkeit. So, das ist erstmal so der Text, den ich jetzt erstmal so grob irgendwie hier platziere. Und um zu gucken, ist das jetzt überhaupt an der richtigen Stelle, gehe ich jetzt nochmal her, Datei, exportieren. Dann dauert das wieder ein Momentchen, bis er dann speichert. Und dann gucken wir schon mal auf den Rücken. Und puff, da erscheint der Text. Sieht eigentlich schon gut aus. Naja, ich habe das ja schon ein paar Mal gemacht, deswegen treffe ich jetzt auch recht gut die Position. So sieht das schon mal gar nicht schlecht aus. Der Text ist allerdings einfach knallweiß, da ist keine Struktur drin und nichts. Das kann man noch ein bisschen verbessern. So, das ist so okay. Ich mache jetzt auch noch Folgendes. Ich speichere mir auch noch mal dieses ganze GIMP-Dokument ab mit den Ebenen, die ich da schon habe. Da gehe ich mal unter Datei speichern. Das ist jetzt kein Export. Der Export ist ja, wenn man das als ein Bild wie jetzt für die Textur exportieren will. Das Speichern wiederum hatte ich auch mal, glaube ich, im ersten Tutorial erwähnt. Das Speichern ist ja ein GIMP-Format und speichert alle Ebenen, alles so ab, wie ich es hier gerade habe. Das ist durchaus auch anzuraten, sich auch das zu speichern. Ich habe hier schon mal sowas angelegt, das kann er einfach überschreiben. Ja. Für den Fall, dass mal irgendwas hier abstürzt. Habe ich zwar noch nicht erlebt, dass hier der GIMP abstürzt, aber kann ja immer mal sein. So, weiter im Text, im wahrsten Sinne. Um jetzt hier weiterzuarbeiten, werde ich mir von dieser Ebene Rechtsklick ein Duplikat machen und die hier erstmal ausschalten. Das ist quasi meine Reserve und arbeite jetzt mal hier oben an dem weiter. So, jetzt mache ich zwei Schritte. Das habe ich mir auch ein bisschen mit rumprobieren, so rausgefunden und das Ergebnis war eigentlich sehr zufriedenstellend. Ich mache jetzt einen Schlagschatten um den Text als ersten Schritt. Dazu gehe ich jetzt hier, also ich habe meine Textebene ausgewählt, jetzt gehe ich hier unter Filter,
Licht und Schatten und wähle hier aus Schlagschatten. So, da kommt hier so ein Dialogfenster und damit man überhaupt was sieht, ich mache jetzt erstmal hier die Position auf 0. Das ist die Position, von der der Schlagschatten ausgeht. Das ist jetzt quasi immer von der Mitte jeden Buchstabens. Dann mache ich hier die Deckkraft einfach mal ganz hoch, damit man den Schatten jetzt erstmal richtig sieht. Das ist halt jetzt diese schwarze und dieser Weichzeichnungsradius, der bestimmt, wie scharf oder weich ist eigentlich dieser Schatten. Man sieht ja hier diese Unterschiede. Und ich stelle den jetzt mal ein, dass er recht scharf ist, so auf ungefähr 1. So genau hält das nicht, aber etwa 1. Und mache auch die Deckkraft wieder ein bisschen runter, auch auf ungefähr 1. Und wenn ich mal auf dieses Vorschau hier unten klicke, vorher, nachher, ja, viel Unterschied sieht man nicht. Ich kann ja mal die Deckkraft noch ein bisschen erhöhen. Es soll auch nur so ein ganz bisschen vielleicht diesen Weichzeichnungsradius noch ein bisschen erhöhen. Soll nur so ein bisschen zu sehen sein. Das ist jetzt schon wieder fast zu viel. Machen wir es mal irgendwie, ja, vielleicht doch ein bisschen viel. Machen wir es wieder ein bisschen zurück. So, so ist eigentlich gut. Ja. Also ich kann noch mal näher ranzoomen. Man sieht jetzt, es ändert sich was, ne, hier, aber es ist nicht viel. Das soll auch gar nicht so viel sein. Das hebt aber den Text schon mal so ein bisschen vom Hintergrund ab. Okay. Das wäre ein Schritt. Der zweite Schritt, der sich dann auch gut macht, ist die weitere Filterung mit auch Licht und Schatten. Und zwar dieser sogenannte Xach-Effekt. Toller Name. Habe ich auch nur durch Rumprobieren rausgefunden, was das Ding überhaupt macht. Da kann man jetzt natürlich auch nochmal wieder einiges einstellen. Das sind jetzt auch die Werte, die ich jetzt so rumprobiert habe. Ja, da muss man einfach probieren und wenn es nicht so ist, wie es gewünscht ist, dann macht man STRG Z, also rückgängig, und dann stellt man die Werte nochmal um. Ich habe sie jetzt so verwendet, ich sage mal OK. Und dann macht er hier so 1, 2, 3 geschickte Sachen und dann kommt das hier als Ergebnis raus. Wobei ich das auch noch ein bisschen stark finde. Ich mache es auch mal rückgängig. Wähle hier oben den Filter erneut anzeigen und stelle vielleicht diesen Schlagschattenradius mal auch auf 1. Ja, das ist immer noch ein bisschen. Der Glanz ist mir da so ein bisschen zu viel. Glanzlichtdeckkraft, Schattenversatz, Glanzlichtversatz. Viel kann man da ja gar nicht mehr. Vielleicht mache ich das hier mal hoch, mal auf 10 oder so. Ja, ist auch nicht viel anders. Aber warum nicht? Können wir das durchaus so lassen? Wir können das mal einfach ausprobieren. Wie sieht das jetzt hier aus? Ich exportiere das nochmal. Und dann gucken wir uns das mal hier an. Jetzt sieht das so aus, als würde das so ein bisschen leuchten. Es hat auch hier so ein bisschen durch diesen Schlagschatten, den ich als erstes eingefügt habe, so ein bisschen so eine Kontur, als wäre das so ein wenig auch erhaben. Also es hat schon was. Das ist natürlich alles Geschmackssache. Das kann man jetzt so oder so machen. Ja, mir ist das eigentlich noch ein bisschen zu stark hier mit diesem weißen Rand. Aber irgendwie kriegt man das jetzt auch hier nicht anders eingestellt. Also wenn man das jetzt ein bisschen zurücknimmt, wenn ich das mal noch zurückstelle, dann ist das ein bisschen weniger groß. Lassen wir das mal so. Und eines wollte ich auch noch machen, und zwar das Ganze noch mit einem Muster versehen, dass das so ein bisschen wie Stoff aussieht. Dazu brauche ich jetzt aber diese ganze Auswahl nicht mehr. Die mache ich hier oben mal weg. So, und jetzt müssen wir mal hier vielleicht ein bisschen sortieren. Das ist mein UV-Layout. Das ziehe ich mal hier unten hin. Das brauche ich wahrscheinlich auch gar nicht mehr. Aber so, diese drei Sachen hier oben, die sind ja jetzt entstanden aus diesem komischen Xach-Filter.
Ja, die lasse ich auch alle so. Aber eigentlich gehören die ja alle zusammen. Ne? Kann man jetzt auch so lassen, mal eben gucken. Also das ist das Glanzlicht. Ja. Das ist dieser Schatten und das ist der eigentliche Text. Okay. Ja. Gut. So sieht das eigentlich auch gut aus, ohne das Glanzlicht, ne? Können wir mal so speichern. Also exportieren. Wie sieht das dann aus? Zack. Sieht auch gut aus. Ja, hat auch was. Also hat es auch ein bisschen gewisse Plastizität durch diesen Schatten. Und jetzt vielleicht noch ein bisschen so ein Muster da reinkriegen, dass es wie Stoff aussieht. Okay, machen wir mal das. Das Glanzlichtding, ich lasse es einfach mal. Und würde jetzt ja diesen Schatten und diesen Text hier drunter das zu einer Ebene machen, indem ich auf den Schatten gehe und rechts klicke und sage nach unten vereinen. Dann wird nämlich die Ebene mit der ersten darunterliegenden sichtbaren vereint. So, dann ist das so. Und die dupliziere ich auch gleich wieder mal. Und die lege ich mir nochmal weg. Und bei dem Duplikat, davon mache ich jetzt noch ein Duplikat, weil das erste Duplikat, da möchte ich jetzt eine Füllung machen mit einem Muster. Dann sehen wir aber auch, was dann passiert. Also gehe ich jetzt mal her. Ich habe jetzt das obere Duplikat ist aktiviert. Ich gehe jetzt hier in meinen Farbeimer. Ich zeige das nochmal hier eben, also in den Farbeimer. Und dann gibt es hier, gut, der Modus normal Deckkraft. Und bei der Füllart, ja, hier habe ich jetzt Muster ausgewählt. Und zwar wähle ich hier ein Muster aus namens Marble 1. Das ist das hier, hier unten das. Da ist das. Neben diesem grünen ist hier dieses Marble 1. Ups. Das habe ich hier ausgewählt und dann fülle ich jetzt mal diese einzelnen Buchstaben. Das sieht aber eigentlich so schon sehr gut aus. Vielleicht hätte ich diesen Schritt gar nicht gebraucht mit diesem, was ich eigentlich vorhatte. So, durch dieses Füllen hat das jetzt hier so eine gewisse Struktur bekommen. Ne, da ist jetzt was drin, das ist jetzt nicht rein weiß, sondern das hat einfach so eine gewisse Struktur. Ja, das ist es eigentlich schon. Wir können jetzt noch ausprobieren. Dafür habe ich eigentlich diese Ebene kopiert. Die Ebene, wo ich jetzt das Muster reingefüllt habe, hier oben im Modus mal auf Multiplikation zu stellen. Man sieht, das verändert sich dann hier nochmal, weil jetzt wird die Ebene mit der darunterliegenden multipliziert, sodass quasi von beiden Ebenen Sachen, gerade so hell und dunkel und Schatten, aus beiden Ebenen übernommen werden. Das ist hier, glaube ich, auch noch von Vorteil. Jetzt schauen wir uns noch mal hier an. Datei exportieren. Und so, jetzt hat sich's geändert. Ja, man sieht hier eine leichte Struktur hier drin und durch diesen schwarzen Rand hat das auch eine gewisse Plastizität, hebt sich so ein bisschen ab von dem Hintergrund. Ja, finde ich, sieht sehr gut aus. Würde ich auch so lassen. Und jetzt wollte ich noch zeigen, ein Logo auf die Ärmel zu bringen. Das wollte ich hier so oben, wo die Schultern sind, wollte ich noch ein Logo aufbringen. So, die Ärmel. Das ist ja dieser Bereich, ein Ärmel, hier der andere Ärmel. Ich habe jetzt auch mal ein Logo. Das habe ich, es ist ein freies Logo, also das darf man halt so überall verwenden. Datei, ich öffne es wieder als Ebene, dann habe ich es auch gleich als Ebene, die ich verschieben kann, vorliegen. Das ist hier so ein Falke, ganz simples Symbol, das auch netterweise schon freigestellt ist. Das ist, wie man hier oben sieht, in der Vorschau schon mit transparentem Hintergrund. Das sieht man an,
freigestellt ist. So, das nehme ich mal. Das ist hier so ein riesig großes Ding. Also das möchte ich erstmal natürlich. Ich gehe jetzt auf das Transformationstool oben, dann habe ich diesen Rahmen, dann kann ich das hier erstmal drehen. Und wenn ich hier in den Rahmen gehe, dann kann ich es kleiner schieben und hier mit dem Maus einfach so nehmen und mal ungefähr an die Stelle setzen, wo ich es haben will, und mache es jetzt noch kleiner. Ich drücke noch die Steuerung-Taste, dann wird es um den Mittelpunkt verkleinert. Etwa so. Ja, ich weiß ja schon ungefähr, wo es hin muss. Jetzt noch eine Sache. Man sieht ja, das hier ist der Ärmel. Und der sieht sehr kurz aus. Sieht eigentlich eher aus wie so ein kurzes Ärmelchen. In Wahrheit ist es ja ein ganzer Ärmel. Ja. Der wird also offensichtlich noch sehr stark in die Länge gestreckt. Also diese Textur wird noch richtig in die Länge gestreckt. Die wird also schätzungsweise ums 4- oder 5-fache nochmal gestreckt. Ja. Und natürlich würde auch dieser Vogel, dieses Bild, genauso um das 4-5-fache gestreckt nachher. So sieht er ja aus im Original, und so soll er ja auch möglichst nachher aussehen. Also wenn er 4-fach gestreckt wird, müsste ich ihn jetzt hier 4-fach stauchen, um das Strecken quasi aufzuheben, um das auszugleichen. Dazu kann ich jetzt zum Beispiel hier diesen Greifer nehmen, dann wird aber die gesamte das gesamte Objekt vergrößert. Wenn ich jetzt die Umschalttaste, die Großbuchstabentaste festhalte, dann kann ich es hier so strecken, und ja, das ist jetzt Augenmaß. Das ist jetzt wirklich Augenmaß. Gucken, ich lasse es mal so. Jetzt drücke ich hier oben auf Transformation und dann ist das Ding so als Ebene drin. Dann schaue ich jetzt nochmal Datei exportieren. Und der müsste jetzt hier erscheinen. Da ist er schon. Ist, glaube ich, auch recht gut rübergekommen. Von der Streckung her, das sieht eigentlich ziemlich okay aus. Auch so die Lage, die Position finde ich ist auch in Ordnung. Jetzt möchte ich den natürlich noch auf der anderen Seite haben. Also gehe ich jetzt nochmal her und dupliziere diese Ebene. Und ja, ich habe ja noch hier dieses Tool. Ich klicke da nochmal nach drauf. Dann kann man den erstmal verschieben. Um ein bisschen versetzt und nochmal um 180 Grad drehen. Ja, so, Transformation. Ich nehme nochmal das Verschieben-Tool. Kann, glaube ich, noch ein Stück höher. Und schauen wir nochmal exportieren. Und 1, 2, 3, da ist er. Der sieht jetzt etwas tiefer aus als der andere. Die Position ist eigentlich okay, der ist nur ein bisschen tiefer als der andere. Ja, da sieht man, dass der etwas tiefer sitzt. Auch kein Problem. Das kann man dann mit dem Bewegungstool mal eben so ausprobieren. Das ist eben wirklich Augenmaß und so ein bisschen probieren. Aber mit dieser Methode, dass man hier lokale Texturen hat, braucht das einfach nur speichern. Jetzt sieht das eigentlich recht gut aus, rechts und links. Könnte vielleicht noch einen Tick höher. Ja, ihr wisst, wo es lang geht, wie es gemeint ist. Ja, das kann noch ein Stückchen höher, also aber da mit sowas will ich euch jetzt hier nicht langweilen. Denn das ist ja jetzt offensichtlich. So, das waren nochmal Schritte, wie man hier Texturen einbringt, wie man die Jacke umfärbt, wie man hier so Logos einbringt, wie man nochmal mit Masken arbeitet. Das haben wir nochmal kurz gesehen. Und zum Abschluss müsste man ja jetzt die Textur, einmal würde ich sie, diesen ganzen Stapel mit diesen Ebenen, nochmal speichern als GIMP-Datei. So. Und jetzt nochmal
exportieren, wohl das habe ich eigentlich schon gemacht. Ich empfehle nochmal Folgendes zu tun, um ganz sicher zu gehen, dass hier keine unerwünschte Transparenz drin ist, dass ich auf die oberste Ebene klicke und dann einen Rechtsklick mache und hier eine neue Ebene aus Sichtbare mache. Dann ist nur das Sichtbare drin. Die wird hier oben drüber eingefügt. Ich könnte jetzt alles andere unten eigentlich ausschalten, stört aber auch nicht, wenn ich es anlasse. Und würde jetzt noch hierher gehen, im Menü Ebene, unter Transparenz noch sagen, Alpha-Kanal entfernen. Dann ist in dieser Ebene, die ich jetzt neu erstellt habe, garantiert nichts mehr transparent. Kann also für komische Effekte sorgen und Sachen durchscheinen lassen oder plötzlich treten da Effekte auf, die man nicht haben will, durch diese Transparenz. Deswegen empfehle ich, mit diesem Schritt nochmal dafür zu sorgen, dass also die Transparenz weg ist. Jetzt exportiere ich diese Textur nochmal und würde sie dann in Second Life auch wirklich nochmal hochladen, weil sonst sehe ich sie zwar noch, aber alle anderen würden sie ja nicht sehen. Ich muss sie also jetzt nochmal hochladen und ins Inventar bringen nach Second Life, dass sie hier wirklich im Inventar auftaucht und ich muss sie dann auch aus dem Inventar hier in mein Mesh bringen. Also nehme ich die jetzt aus dem Inventar hier rein, sodass er jetzt aus dem Mesh, aus dem Inventar diese Textur auch verwendet und damit wäre die Jacke fertig und ich könnte sie weitergeben an andere und jeder würde auch diese Textur sehen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und habt wieder was gelernt, wieder was mitgenommen und ja, es ist halt viel Experimentieren. Auch ich musste hier einiges ausprobieren, bevor ich jetzt vielleicht zu den Sachen kam mit dem Text, mit dem Schatten und wie das so geht. Es ist immer ein bisschen Trial and Error, aber ich denke auch mit dieser lokalen Texturmethode kann man hier recht schnell arbeiten. Und ja, mir bleibt dann nur noch, euch viel Erfolg zu wünschen, viel Spaß weiterhin und bis zum nächsten Mal. Tschüss!